Sie wünscht viel Abwechslung mit dem Marienhof und magi.de. Es wird viel passieren. Scheiße, dein Vater. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich nicht rechtzeitig aufgetaucht wäre. Toni ist schwanger. Schwanger, ja. Dasselbe alte Spiel. Es geht dir nicht um mich, jetzt geht es dir auf einmal um das Kind. Toni, ich... Weißt du was? Die kannst du behalten. Ich bin mit dir, danke. Jesse? Hallo. Hallo, hörst du mich? Es wird viel passieren. Sie hat mich weggedrückt. Vielleicht hat sie einfach nur kein Netz. Wer weiß, wo sie ist. Jesse, geh ran. Bitte geh ran. Bitte hör auf! Das Wichtigste ist doch erstmal, dass er sich überhaupt gemeldet hat. Zumindest wer weiß das, dass ihm nichts passiert ist. Hallo Sandra, wir sind da. Wir haben eine Überraschung für dich. Komm schon, schnell. Los? Nichts? Was soll sein? Die meldet sich bestimmt nochmal. Das gibt's doch nicht, oder? Oh, warte. Das ist von Jesse. Hallo Kai. Kann ich nicht erreichen? Deshalb SMS. Es ist aus. Ich brauche Abstand. Such mich bitte nicht. Jesse. Der ist für dich. Danke, das ist so toll. Und der ist auch für dich. Der passt jetzt immer auf dich auf. Toni, lass uns doch bitte reden. Nein, David. Du bist nur hier, weil Papa bei dir war. Rinchibissa, ich hab's nur gut gemeint. Ich verstehe, dass du sauer bist. Ihr wollt einen auf heile Familie machen, aber da spiele ich nicht mit. Darum geht es doch gar nicht. Beruhig dich doch erstmal. Ich bin ruhig. Aber ich will nicht, dass ihr euch in mein Leben einmischt. Ich treffe meine Entscheidung selbst. Das kannst du doch auch. Ja, gut. Ich will keinen Mann, für den ich nur zweite Wahl bin. Toni, das bist du nicht. Du bist die Frau, die ich will. Es gibt keine andere. David, bitte spar dir das. Ich war immer nur Ersatz für Amelie. Und jetzt bin ich nur die Mutter deines Kindes. Und darauf kann ich verzichten. Toni, verdammt, ich liebe dich. Und das glaube ich dir nicht.
Hallo. Hallo. Ich habe gerade gesehen, dass Sie eine Aushilfe suchen. Ja, stimmt. Das heißt, Sie sind die Besitzerin dieses Salons? Nein, ich bin die Geschäftsführerin. Ich wollte mich nämlich mal genau erkundigen. Ich bin eigentlich Visagistin und suche was zur Überbrückung. Aha, okay. Es käme natürlich auch darauf an, was Sie zahlen und wie oft Sie mich bräuchten. Wie hoch ist denn der Stundenlohn? Entschuldigung, macht es Ihnen was aus, wenn Sie morgen vielleicht wiederkommen? Nee, natürlich. Gut. Dann bis morgen, ja? Bis morgen. Ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Ach, bis Heiligabend ist doch noch eine Ewigkeit. Nee, was Geschenke betrifft, bin ich eine totale Miete. Ach, das glaube ich dir nicht. Du hast bestimmt schon eine ganz tolle Überraschung für mich. Dass du mich immer so durchschaust. Ja. Aber was ist denn mit dem los? Wollte er sich nie mit Toni treffen? Ja, wahrscheinlich hat sie ihn versetzt. Verdient hätte er es. Ach komm, David hat eine Menge Mist gebaut, aber ich glaube, dass er Toni wirklich liebt. Er hat wirklich gehofft, dass sie ihm noch eine Chance gibt. An Tonis Stelle würde ich ihm auch kein Wort mehr glauben. Also ich glaube ihm. Kannst du kurz warten, bitte? Wenn es sein muss. Okay, bis gleich. Na, wie ist es gelaufen? Toni will nicht mit mir reden. Ich habe so viel falsch gemacht. Ja, dann solltest du zur Abwechslung mal was richtig machen. Ist nicht so einfach. Sie gibt mir keine Chance. Ach, David, was erwartest du eigentlich? Dass du einmal Entschuldigung sagst und alles ist vergessen? Nein. Reden reicht nicht. Du musst ihr zeigen, dass du sie liebst. Du musst leicht reden. Den Blumenstrauß hat es mir fast um die Ohren gehauen. Ach, Blumenstrauß. Geht sie noch ein bisschen origineller? Ach, David, dir fällt schon was ein. Tschüss. Dass ich Kai gleich in der Schule sehe, wird mir ganz anders. Am liebsten würde ich mich beurlauben lassen. Sandra, bis jetzt läuft doch alles gut. Und wenn die Polizei schon ermittelt? Ach, da ist ja Kai. Dann lass uns auch fragen, schnell, ob er schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat. Ich kann ihn doch nachher in der Schule fragen. Mach das schon. Bitte lass mich doch nicht so stehen. Oh, ist doch keiner da? Nee, wahrscheinlich ist die Geschäftsführerin krank. Ja, ihr geht's nicht so gut. Soll ich irgendwas ausrichten? Du bist mit ihr befreundet? Ich war gestern schon mal hier und wollte mich als Visagistin bewerben. Ich kann sie mich hier anrufen. Da steht noch die alte Berliner Adresse drauf, aber die Handynummer stimmt. Sag mal, bist du mit Frank Tappas verwandt? Komplizierte Geschichte. Ja, klar mach ich. Super, danke. Und sag ihr schon mal gute Besserung. Okay. Ich schau trotzdem nachher noch mal vorbei. Vielleicht habe ich ja Glück. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo Toni, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Okay, ich komm vorbei. Bis gleich. Hast du denn schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben? So, mach dir keine Gedanken, es hat sich alles geklärt. Hey, Sandra. Ah. Hi, Kai. Sag mal, Kai sagt gerade, wir müssen uns gar keine Sorgen mehr machen. Ach, hat die Polizei schon erste Spur? Es war nicht nötig, zur Polizei zu gehen. Was heißt das genau? Das kannst du mir doch in der Schule erzählen. Naja, das war alles ein Missverständnis. Jessie hat sich gemeldet und ja, es geht dir soweit gut. Aha. Das ist doch toll. Sie hat sich getrennt von mir. Sie hat mir eine SMS geschickt. Kaum zu fassen. Der hat echt den ganzen Laden leergeräumt. Ja, heute Morgen. Mein erster Kunde. Also, sowas Verrücktes habe ich noch nie erlebt. Alle Achtung. Also, ich würde sagen, entweder schwer verliebt oder geisteskrank.
Ja, sein Geisteszustand, der war schon ein bisschen zweifelhaft, muss ich zugeben. Also verliebt? Ja, wahrscheinlich. Naja, irgendwann erwischt es jeden mal. Ach, hier, mein Schatz. Viel Spaß im Kino. Danke. Und den hier, den bringst du für deine Freundin mit, ja? Ist der nicht ein bisschen peinlich? Der ist nicht ein bisschen peinlich. Der ist total cool. Die kleinen Gesten machen es aus. Das hat der Typ heute Morgen aber ganz anders gesehen. Na, der konnte sich das ja auch leisten. Ach, übrigens, vielleicht sagst du Frank besser nichts davon, was Marie und ich weißt. Na ja, klar. Ich finde das furchtbar, dass Frank und sein Bruder sich so streiten. Ja, und die anderen müssen drunter leiden. Tja. Okay, also ich pack's dann. Gut. Und danke nochmal. Ciao. Tschüss, mein Großer. Der ist für dich. Ist zwar nur eine kleine Geste, aber... Danke. Echt süß von dir. Echt? Gar nicht peinlich oder so? Nein, gar nicht. Bis dann. Okay, ciao. Das Papst wüsste, von wem der kommt. Du sagst ihm nichts, oder? Du hast dich nie gesehen. Ich habe genug eigene Probleme. Keine Kohle, kein Job und eine neue Bleibe brauche ich auch. So schlimm? Ich muss aus der WG raus, das geht gar nicht mehr. Tja, wenn du willst, ich kann Mom bequatschen. Vielleicht kannst du wieder bei uns einziehen. Ist ganz schön sauer auf mich. Andererseits, wäre schon toll, wenn du das für dein Schwesterherz machen würdest. Ich versuch's, aber ich kann dir nichts versprechen. Du kriegst das schon hin. Hier. Da sind jede Menge Infos und Adressen drin. Denkst du immer noch darüber nach, es abzutreiben? Nein. Aber ich wollte nie alleinerziehende Mutter werden und genau darauf läuft es jetzt hinaus. Ach, Toni. Hey, du bist doch nicht allein. Das weißt du auch. Und außerdem gibt es auch immer noch einen Vater. David. Oh ja, die machen wir am besten noch ganz da hinten hin, würde ich sagen. Okay. Okay, super, danke. David liebt dich. Da bin ich mir ganz sicher. Amelie, lass es bitte. Ich fall nicht noch mal auf ihn rein. Er hat mir lange genug was vorgemacht. Gestern Abend, das hat mir gereicht. Es war wieder so eine linke Tour. Aber das stimmt doch gar nicht. Wenn Papa ihn nicht geimpft hätte, dann wäre er niemals zu mir gekommen. Ich verstehe dich nicht, Toni. David ist so glücklich, dass er Vater wird. Weißt du, er hat sich immer eine Familie gewünscht. Ja, weil Familie zum Image gehört. Meine Frau, mein Kind, mein Haus, meine Yacht. Genau so ist er drauf. Komm heute Mittag in den Park, David. Was soll das denn jetzt? Ach, lass dich doch einfach überraschen. Ich will keine Überraschung, egal was für eine. Er hat überhaupt nichts kapiert. Ja, aber, ach Toni, er tut das doch alles nur für dich. Liebe kann man nicht kaufen. Und mich auch nicht. Ich muss in die Schule. Wir müssen reden. Sag mal, was fällt dir ein, von Jessys Handy eine SMS an Kai zu schicken? Ich musste verhindern, dass Kai zur Polizei geht. Was will denn die Polizei von uns? Es gibt überhaupt keine Beweise. Sie wären auf uns gekommen, ganz bestimmt. Ist dir eigentlich klar, was du mit der Aktion angerichtet hast? Ja, Kai weiß jetzt, dass Jessie lebt. Das wird ihn davon abhalten, zur Polizei zu gehen und eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Jetzt wird er sie erst recht suchen. Warum denn? Er denkt doch jetzt, dass Jessie sich von ihm getrennt hat. Und er wird versuchen, sie zu vergessen. Das ist das Beste für uns alle. Sandra,
Wenn irgendjemand Jessys Leiche in der Baugrube findet, dann wird er sich wahrscheinlich wundern, warum der Tote eine SMS geschrieben hat. Meinst du denn, die können den Todeszeitpunkt nach so langer Zeit überhaupt noch feststellen? Auf jeden Fall ist jetzt klar, dass irgendjemand versucht, Jessys Tod zu verschleiern. Das Ganze hat alles nur noch komplizierter gemacht. Jakob, ich weiß nicht. Sandra, Jessys Handy bringt uns nichts als Ärger. Schau, dass du dieses verdammte Ding loswirst. Hat sich Nettie jetzt eigentlich mal bei dir gemeldet? Nee, ich hab's immer wieder versucht, aber sie drückt mich einfach weg. Ist sie denn jetzt nach Berlin gefahren? Kann sein. Vielleicht habe ich mich wirklich zu wenig um sie gekümmert. Ach, Harry, Nettie ist erwachsen. Aber Marie solltest du dich kümmern. Sie braucht dich wirklich nach allem, was passiert ist. Ich weiß, ich habe so viel verpasst, als sie im Knast war. Meine Eltern. Wenigstens ist Marie vernünftig geworden und dann eingesehen, dass es besser ist, diesem Steve aus dem Weg zu gehen. Sie ist ja auch meine Tochter. Unsere, wenn ich bitten dürfte, ja? Na, wie geht's? Hallo. Ich hab Nettie vorhin getroffen. Und ist sie noch da? Wie geht's ihr denn? Nicht so gut. Sie sucht einen Job. Das sind ja ganz neue Töne. Was soll sie denn machen, wenn sie keinen Job findet? Heutzutage kann jeder seinen Job verlieren. Sollst du jetzt schön Wetter für Nettie machen? Naja, sie ist immer meine Schwester. Also, sie kann doch wieder bei uns einziehen, oder? Nettie muss den ersten Schritt machen und komm gar nicht auf die Idee, deine Schwester zu uns zu schicken. Da soll sie mal schön selber drauf kommen. Von mir fährt sie kein Wort. Alles klar, sie sind weich gekocht. Du musst nur noch ein bisschen rumschleimen, vor allem beim Mom. Das war ja anzunehmen. Gib zu. Du hast dich auch nicht immer toll benommen. Okay. Sag mal, wo schläfst du eigentlich? Da? Nee, in Robbys Zimmer. Also seid ihr doch zusammen. Da läuft nichts mehr. Robby ist froh, wenn ich weg bin und Charlie wahrscheinlich auch. Ist wohl gar nicht so einfach mit zwei Männern. Was du nicht alles weißt. Du bist doch nachher noch bei uns, oder? Wird mir nicht viel anderes übrig bleiben. Gut, dann kannst du gleich was für mich tun. Du machst wohl gar nichts umsonst. Habe ich doch von dir. Okay, was soll ich tun? Hast du ein Date mit deinem Freund? Ja, Steve und ich wollen uns später im Park treffen. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Es könnte aber ein bisschen länger dauern. Du brauchst ein Alibi. Okay. Du warst gerade auf dem Weg in die Stadt, als wir zwei uns begegneten. Ja, genau. Mit Freundin, ohne Freundin? Ohne Freundin. Und wir beide sind uns natürlich rein zufällig begegnet. Danke. Ja, ja. In so ein Liebeskasper verschenkt hier einen halben Blumenladen. Willst du jetzt noch zwei Stunden weiterreden, oder was? Ich kann aber nicht verstehen, warum Jessie Schluss gemacht hat. Einfach so. Frag mich was Leichteres. Jessie ist halt ein spezieller Fall. Ja, aber hast du keinen Grund, gleich eine ganze Beziehung zu kippen wegen seinem Streit? Ich glaube, da gibt's nur eine Erklärung. Jessie hat einen anderen. Tja. Was meinst du, worüber ich die ganze Zeit nachgrübel? Hey, Carlos. Jessie kauft Blumen, ja? Danach verschwindet sie spurlos. Ich muss wissen, für wen diese Blumen waren. Das ist der Schlüssel. Ja, aber Jessie kauft doch nicht für irgendeinen Typen Blumen, Mensch. Ja, deswegen dachte ich, die wären für Sandra gewesen. Aber da war sie nicht. Hatte denn irgendjemand Geburtstag? Wenn ich mit Jessie reden könnte. Aber ich weiß nicht mal, wo sie ist. Das Handy ist immer aus. Sag mal, kannst du dich noch an Jessies Unfall erinnern? Letzte Weihnachten? Da wussten wir nicht, wo sie ist. Sie lag im Auto und konnte keine Hilfe holen, ja. Und damals haben wir besprochen, dass wir das nie wieder zulassen wollen. Kai, ich glaube, ich könnte helfen. Sollte vorgezogen mal Valentinstag, oder was? Keine Ahnung. Heute passieren seltsame Dinge. Erst der leere Blumenladen. Hier läuft ihre Blumenstrauß um. Ah, schau hier. Dieses mickrige Teil hat wohl keiner gewollt. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber darf ich?
Du wirst total wissen, was peinlich ist. David. Ich will dich. Mit Kind oder ohne. Einfach nur dich. Ich will abends neben dir einschlafen. Und morgens mit dir aufwachen. Ich will dir Frühstück ins Bett bringen und dir mittags einen Kaffee vorbeibringen. Und abends ein Glas Rotwein mit dir trinken. Zu dem Essen, was ich nur für dich gekocht habe. Nur für dich. Und ich will vollgekackte Windeln wechseln. Ich will unser Baby in den Schlaf wiegen und sehen, wie es mit uns groß wird. Ich will euch. Toni, ich liebe dich. Bin ich mal gespannt, was Nettie uns zu sagen hat. Ich weiß zumindest, was ich ihr zu sagen habe. Hm. Ja, aber lass mich erst mal mit ihr reden, ja? Hi. Na, wie geht's? Ich war gerade in der Nähe. Verstehe. Du bist also rein zufällig hier. Nein, ich wollte mit euch reden. Na gut, setz dich. Möchtest du auch was? Damit du mir nachher vorwerfen kannst, dass ich mich durchschnorre? Nein, danke. Nettie. Lass uns ruhig über das Thema reden. Ich meine, wer hat denn die ganze Zeit hier umsonst gewohnt, gegessen und getrunken? Hm? Das ist ja wohl normal, wenn man seinen Vater besucht. Es fängt doch nicht schon wieder damit an. Nettie hat uns belogen und ausgenutzt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt kommt das wieder. Die böse Stieftochter. Nettie. Papa hat sich jahrelang nur um dich und Marie gekümmert. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist ja wohl eine Verdrehung der Tatsachen. Harry saß 3 Jahre lang im Gefängnis. Bitte, könnt ihr nicht mal vernünftig miteinander reden? Du kannst doch hier wohnen, aber du musst auch hin und wieder mal ein paar Aufgaben übernehmen. Ich hab keinen Bock, mich von ihr rumkommandieren zu lassen. Tu dies, mach das. Das hab ich nie getan. Nee, aber das würdest du gern. Du machst mich doch die ganze Zeit blöd an. Es reicht's aber, Nettie. Du machst es Kerstin nicht leicht. Ich bin nicht auf der Welt, um es Kerstin leicht zu machen. Meine Güte. Marie hat doch auch ihre Aufgaben hier, da kannst Marie, du... Marie, Marie, ich kann's nicht mehr hören. Ja, was denn? Ich sage nur, dass Marie jedenfalls... Du merkst ja nicht mal, wie sie dich verarscht. Willst du wissen, was deine kleine, süße Marie gerade macht? Die sitzt knutschend im Park rum und zwar mit Steve. Warum hast du das denn nicht weggeworfen? Jakob, bitte, lass uns noch mal drüber reden. Nein, gib mir das verdammte Ding sofort. Glaubst du, wir finden raus, wo Jesse ist? Naja, zumindest kann der Provider ihr Handy orten, also wenn es eingeschaltet ist. So, ich bin jetzt auf der Homepage. Super. Hier sind die Zugangsdaten fürs Handy. Ja. So, und die Suche läuft. Diese ganze Aktion mit dem Handy war ein großer Fehler. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Aber damit habe ich immerhin verhindert, dass Kai die Polizei verständigt. Sandra, sei jetzt vernünftig und gib mir endlich das verdammte Handy. Wie lange braucht ihr? Es geht normalerweise ziemlich schnell. Wir haben es damals auch ausprobiert. Es ging super. Sie darf jetzt nur nicht in den Funkloch kommen oder das Handy ausschalten, aber ansonsten. Es kommt schon. Mach, komm. Jakob, nein! Was soll das denn verdammt nochmal? Wir brauchen das doch noch! Mika, bringst du bitte schnell das Paket weg? Okay.
Could you tell me in three words?